shape I'm in. I can't sing, it ain't pretty, and my legs are thin. Don't ask me what I think of you. I might not give a answer to one or two. God, I know he'll understand. He said, John, sit by me, I will be your guiding hand. Don't ask me what I think of you. I might not give a yes that you want me to.
love the one you're with. 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 Just love. Erwähnen ist die Loire weitgehend ein naturbelassener Fluss und schön passend dazu ist das Bild ein Fluss ohne Korsett, ein Fluss nicht eingezwängt, nicht eingedeicht, nicht eingedämmt, nicht platt gemacht, nicht steril gemacht, sondern lebendig mit gespickt mit jede Menge naturvergänglichen Monumenten, nämlich den Baumleichen. Ein Fluss mit Baumleichen in einem Umfang und in einer Menge, wie ich sie bisher in meinem Kanuleben selten so gesehen habe, wie hier an der Loire. Und das gefällt mir besonders gut. Es ist einfach so ein bisschen urweltliches Feeling hier, wenn man hier den Fluss hinunterzieht. Und solche Baumansammlungen, solche Baumleichenansammlungen, die findet man in der Tat sehr, sehr selten. Ja, einen solchen Haufen an Leichen, auf die ich mich hier gerade niedergelassen habe, das ist für mich immer ein Sinnbild für die Vergänglichkeit auf dem Planeten Erde. Ob das die Vergänglichkeit von Menschen, die Vergänglichkeit von Pflanzen, die Vergänglichkeit des gesamten Sonnenplanetensystems betrifft oder meine eigene persönliche Vergänglichkeit. Ich finde es schön, mir sowas auch immer wieder vor Augen führen zu können, gerade bei meinen Streifzügen durch die Vergänglichkeiten der Natur. You know, it's how few songs we got through, so I'm gonna rush on. When I started this journey, when I started this trip, I wasn't looking for money. I was just trying to get a grip on where my journey was leading, where my trip would end in a pool of blood bleeding. Lies my very best friend. I didn't think it would load it. I didn't think it would shoot. So I went off and got loaded. Bleib. Didn't think sober would suit a man with blood on his hands. A man with blood on his mind. Platz. Man in need of redemption. Platz. Man with no peace of mind, just like the demons in me. So is all those food. I'm here with demons in me. I look in your eyes and see. I look in your eyes and see. Thank you.
She wasn't really an angel, but she's with them now, looking down from up in the sky, playing harp on a big white cloud. I'm sorry, angel, for shooting you down in flames. I'm sorry, angel, for leaving. I know there's only me to blame, and as I finish my journey, as I finish my trip, Lord knows I still ain't got no money. I only gotta tell you a script by taking pictures of my heroes. I got a snapshot of you. I said goodbye to all my heroes. I can't say goodbye to you. It's like there's demons in me. Die letzten Sonnenstrahlen an diesem 23. August genießen wir auf einer einsamen großen Sandbank der Loire. Bei Mittel- oder Hochwasser sind diese Sandbänke natürlich in der Regel überspült. Und wenn man jetzt hier paddelt im Sommer und auf diesen Sandbänken biwakiert, wie wir das heute tun, so muss man immer bedenken, dass plötzlich der Wasserstand der Loire ansteigen kann durch starke Regenfälle im Oberlauf. Deswegen macht es Sinn, immer den Frankreich-Zentralmassiv-Wetterbericht mit im Auge zu haben. Es ist der vierte Morgen unserer Kanu-Subboard-Gepäcktour auf der Loire 2020 und es ist wieder so eine magische Stunde, die Stunde des Sonnenaufgangs, die wir besonders lieben und besonders toll finden wir immer Biwakplätze, die eine weite Sicht bis zum Horizont möglich machen, die uns am gleichen Ort, im gleichen Zeltbiwak einen Sonnenuntergang und einen Sonnenaufgang erleben lassen, wie hier heute Morgen. Ja, heute Nacht war es erstmals nach langen Hitzetagen ziemlich frisch und da ist es morgens schön, wenn man ein Lagerfeuer machen kann. Und gerade habe ich Treibholz an der Uferböschung hier auf dieser weiten Sandbank gesucht und jetzt genießen wir diesen geilen Morgen mit Kaffee und Lagerfeuer, Mutterseelen allein, nur die Vögel hören wir zwitschern und um uns rum auch wieder in der Ferne muhende Kühe, denn die Loire-Ufer sind auch oft wunderbare, naturbelassene Kuhweiden. Ja, leider habe ich auf dieser Tour meine handliche, absolut funktionale Japan-Säge, Buschsäge vergessen. Und deshalb haben unsere Feuerchen jetzt ein bisschen rustikaleren Charakter. Da muss halt alles irgendwie so drauf. Ja, wir verzehren hier unser morgendliches Edelmüsli von Samira. Eine geile Mischung, enthält auch Mohn und aktuell frische, coole Pfirsiche, die mit on Tour sind. Heute ist allerdings Montag und wir erreichen ein kleines Städtchen, wo wir A, eine schwierige Umtragestelle haben, B, aber ein kleines Städtchen, wo wir morgen früh gepflegt einkaufen gehen, Kaffee trinken, Stadtluft atmen
und frisches Zeug futtern, wie zum Beispiel Baguette, Croissant, und ich möchte meinen Pudding-Croissant. Also, wir werden schlemmern morgen früh. So, jetzt geht es an die Arbeit. Das ist schon jeden Tag etwas mühsam. Zelt einpacken, alles verstauen, alles wieder in die Packsäcke verstauen, alles wieder ins Kanu verstauen. Einer von unseren drei Master-Packsäcken von der Firma Ortlieb bewährt sich seit Jahrzehnten. Ortlieb macht wirklich die stabilsten Packtaschen, sowohl im Fahrrad- wie im Kanu-Bereich. Und auf dieser Tour haben wir zwei dieser Säcke im Einsatz. Da kommen jetzt stumpf hier meine Klamotten rein, die hier dümmlich rumliegen. Und dann wird so ein Sack komprimiert. Entscheidend ist, diese Säcke müssen wasserdicht sein. Da darf keine Naht aufgehen. Da darf kein Riss entstehen. Die Säcke sind auch cool, wenn man sie hier als Rucksack tragen kann bei längeren mühsamen Portagen. So, Schlafsack rein. Jetzt sieht der Sack verflucht groß aus. Und da ist er viel zu groß. Deswegen muss ich jetzt das ganze Material hier drin zusammenquetschen, komprimieren nennt man das. Da wird der Sack nur noch halb so groß, wenn ich das hier reinquetsche wie Sau. Ja, hier habe ich alles. Sieht so aus, dass hier alles drin ist. So, und dann, was man hier nicht reinpacken sollte, sind Kulturtaschen mit Zahnbürste, Rasierapparat und noch Essbesteck oder sowas. Das guckt nämlich dann möglicherweise ziemlich blöd aus dem Sack auf einmal raus. Denn jetzt wird der Sack nochmal luftmäßig komprimiert, indem ich meine 90 Kilo drauf wuchte. Und jetzt kommt es darauf an, dass der Rollverschluss sauber gerollt wird, damit auch kein Wasser rein kann in den Sack, wenn man kentert. Und der Sack so ein bisschen im Fluss schwimmt. Alles schon da gewesen in meinem Kanu-Leben. Und wer seine Säcke oberflächlich rollt, der zahlt mit nassen Klamotten. Und das kann ich hassen. Jetzt wird das Ding hier umgeknickt. Und damit ist dieser Packsack fertig. Und jetzt geht's weiter an den nächsten Sack. Tja, jetzt kommt mein Hille-Bergzelt in die Stresssituation. Das Zelt ist, habe ich 2002 gekauft. 2006 war ich sehr enttäuscht, da brachen nämlich die Alustangen des Zeltes. Nach einem ziemlichen Kampf und Krampf mit der Firma Klopetrotter und Hilleberg bekam ich neues Gestänge, was sich vom Saivo auch zwischenzeitlich verändert hatte. Es war nämlich stärker, stabiler. Und seit 2006 bin ich mit diesem Zelt hier hochzufrieden. Was man mit diesem Zelt machen kann, finde ich sehr wichtig und sehr gut. Ich kann nämlich jetzt das ganze Zelt hochheben und kann den Dreck rausschütteln, der sich immer in einem Zelt niederlässt. So, jetzt kommt der ganze Krempel da rein. Auch super. Die
Tatsache, dass ich die Stangen nirgendwo durchschieben muss, sondern die haben von außen Klicker, Klickverschlüsse und damit sind die Stangen schnell einzuziehen, ohne dass ich da mich rumärgern muss, indem ich die Stangen durch irgendwelche nicht so leichtgängigen Schläuche, Stoffschläuche schieben muss. Das ist hier einfach mehr easy gut. Hier auf dem Hilleberg befindet sich auch ein Überdach nochmal als zusätzliche Regendichtigkeitsverstärkung und hat sich alles in 18 Jahren gut bewährt. Das Zelt wurde bisher noch nicht von mir geflickt, abgesehen von den anfänglichen Stangenbrüchen. Das waren wirklich Stangen, die waren für dieses Zelt zu schwach und fehlerhaft bearbeitet. So, jetzt klippe ich hier alles aus. Das geht ratzfatz. Die Stangen bleiben erstmal stehen, bis alles ausgeklackt ist. Das Hilleberg-Zelt hat auch ein integriertes Innenzelt. Das heißt, ich trenne nicht Innenzelt von Außenzelt, sondern das Innenzelt ist schon im Außenzelt eingehängt. Das kann ich zum Reinigen oder Trocknen rausmachen, passiert aber so gut wie nie. Und das ist alles verdammt praktisch, wenn man, vor allen Dingen auch wenn es regnet, das Innenzelt wird bei Aufbau des dieses Hilleberg Saivo nicht nass. So, damit ist das Hilleberg Saivo im Packsack. Leute, die genau hinschauen, haben bemerkt, ich habe eine grüne Packung mit eingewickelt. Das sind Ersatzstangen. Die schleppe ich jetzt seit 2006 mit mir rum. Ersatzstangen für dieses Zelt, damit mir nie wieder so eine Scheiße passiert, dass auf einer Tour abseits in der Wildnis Stangen brechen und ich habe keinen Ersatz. Allerdings seit 2006 schleppe ich diesen Stangenset umsonst mit mir rum, weil die Stangen, die Hilleberg kostenlos geliefert hat, nachdem der erste Set als Bruch und Dalles sich herausstellte, sind die Stangen fehlerfrei und ungebrochen. Und das macht meine Lust auf unterwegs sein mit Hilleberg-Zelten auch ungebrochen. So, der Hilleberg-Zeltsack befindet sich jetzt in einem wasserdichten HF-Packsack. Auch dazu eine kleine Geschichte.
HF ist die Abkürzung für Horst Fürsattel. Horst Fürsattel ist seit vielen Jahrzehnten im Kanu-Zubehörmarkt aktiv, mit Packsäcken, mit Wurfsäcken. Und als sich 1995 ein schulisches Großkanu-Projekt startete, mit dem Aufbau einer schuleigenen Kanuflotte, da brauchte ich auch ein bisschen Sponsoren, Leute, die mich materialtechnisch unterstützten. Und da denke ich mit Vergnügen und Freude daran zurück, dass Horst Fürsattel mir prompt 20, 60 Liter Packsäcke schenkte für dieses soziale Kanu-Projekt an der Kopernikusschule in Freigericht. Und diese Säcke leben heute noch, sind heute noch bei mir persönlich im Einsatz, wie zum Beispiel dieser Sack, wo sich jetzt mein Hilleberg-Zelt drin befindet. Und es machte mir schon Spaß. Und das hat nichts mit Werbung und der blödsinnigen Richtlinie von YouTube zu tun, dass man alle Artikel, die man zeigt oder benennt, als Werbung angeben muss. Es ist einfach, diese Regelung ist einfach nur schwachsinnig. Mit allem Zeug, mit dem ich unterwegs bin, da stehen Firmennamen drauf, da stehen Herstellernamen drauf. Und es ist so, dass wenn ich das nicht erwähnen dann und alles wegmachen soll, dann muss, neulich hat mal eine Tussi angemerkt, in meinem Video sei ja alles Werbung, Arschlecken. Ich mache genauso Unwerbung für Artikel, die ich einfach scheiße finde. Und die sind auch gelegentlich bei Kanukassel im Gebrauch und das benenne ich auch. Oder ich benenne auch Fehler an Artikeln, wie eben ich erwähnt habe, dass Hilleberg mir einst ein Zelt lieferte mit beschissenen Zeltstangen. Alles klar. Also, HF-Packsack immer noch dicht und darin mein Hilleberg-Zelt. Und das kommt jetzt in mein Riverstar Grabner Luftkajak vom Feinsten. Vom Aufstehen zur Zeit des Sonnenuntergangs. Vom Aufstehen zur Zeit des Sonnenaufgangs, korrigiert mich gerade Samira zurecht. Unser Leben findet immer statt zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang. Und ja, der Sonnenaufgang wird jetzt tagtäglich später. Heute Morgen ging die Sonne um 6:45 auf hier am Ufer der Loire. Und bis zum Weiterziehen auf dem Fluss verbringen wir immer 3 Stunden. Mit Morgenwäsche, mit Schwimmen im Fluss, mit Lagerfeuerholz suchen, mit Lagerfeuerholz machen, mit Müsli essen, mit Fotografieren, Filmen. Dann mit dem Einpacken des ganzen Gerödels, der Zeltausrüstung, diesmal mit 2 Zeltausrüstungen unterwegs, weil Samira den großen Check macht, ist sie auch solo lebensfähig, aktionsfähig, paddelfähig mit einem Trekking-Subboard mit kompletter, vollständiger Ausrüstung, Zeltausrüstung einschließlich Kocher, Essen und Trinken. Und das klappt bisher wunderbar und sie benötigt keinerlei Hilfestellung von mir. Und jetzt packen wir unsere schwimmbaren Untersätze wieder voll mit unserem Rödelgepäck und so gegen 10 Uhr werden wir weiterziehen. Unsere aktuelle Tagesetappen sind etwa zwischen 20 und 25 Kilometern mit 2 bis 3 Pausen. Es macht Sinn, die Fahrzeuge, die Kanus und Subboards und Tralalas immer erst im Wasser liegend zu beladen. Denn wenn sie beladen sind, sind sie unglaublich schwer, dann kann man sie nicht mehr tragen oder ziehen. Und deshalb ziehe ich meinen Grabner Riverstar mit seiner robusten Gummihaut jetzt über den Sandstrand so weit ins Wasser, dass ich ihn beladen kann, den Star aller River. Vielleicht guckst du.
paar Flaschen, die werden später an geeigneter Stelle mit Trinkwasser auffüllen. Das bleibt hier. Okay. So, wir sind startklar. Luzi, Fly, warte. Warte, Fly, einen Moment. Luzi, willst du auch bei mir? Warte, Fly. Und los geht's. Diesen wunderbaren, schönen, weitgehend naturbelassenen Fluss hinunter. Der Kanal, auf dem die Schiffe fahren, der läuft neben der Loire und natürlich auch mit Wasser aus der Loire. Aber die Tatsache, dass die Franzosen statt ihre Flüsse zu kanalisieren, für die Schifffahrt einfach neben den Flüssen Kanäle gebaut haben, das kann ich Ihnen heute noch danken, denn naturbelassene Flüsse sind was Wunderschönes. Ja, wie schon öfter erwähnt, eine Stand-up-Paddeltour mit Zeltgepäck einschließlich Hund an Deck. Das macht natürlich am meisten Spaß auf einem Fließgewässer. Da sind Baggerseen oder Seengebiete eher langweilig. Aber so ein Fließgewässer wie hier, die Loire, mit immer wieder mal leichten Stromschnellen, mit Baumverhauen, mit Brückendurchfahrten, ja, und mit unendlich vielen wunderschönen Pausen und Biwakplätzen. Das ist für eine Sub-Tour, ja, paradiesig geil. Gleich kommst du dran. Ja, ich hol dich gleich ab, keine Angst. Natürlich vergessen wir unsere Fly nicht. Und hepp. Ja. Oh, mach Platz. Mach Platz. Hier hin. Platz. Mach Platz. I got no blue shirt, suits me just fine. I like the way it feels, I wear it all the time. Got no guitar, won't ever stay in tune. I like the way it sounds in a dark and empty room. I got no pair of boots that fit
treat me just right. I can work all day and I can dance all night. Got an old used car, runs like a top. Got the feeling it's never gonna stop. Stuff that works, stuff that holds up, the kind of stuff you don't hang on the wall. Stuff that's real, stuff you feel, the kind of stuff you reach for when you fall. I got a real good friend, he's seen me at my worst. Looks he blacked out, so it's cool. He can't tell if I'm a blessing or a curse, but he always shows up when the chips are down. And that's the kind of stuff I like to be around. Stuff that works, stuff that holds up, the kind of stuff you don't hang on the wall. Stuff that's real, stuff you feel, the kind of stuff you reach for when you fall. I got a woman I love, she's crazy, she paints like God. She got a playground sense of justice, she don't take no odds. I got a tattoo with a name right through my soul. I believe everything she touches turns to gold. Stuff that works, stuff that holds up, the kind of stuff you don't hang on the wall. Stuff that's real, stuff you feel, the kind of stuff you reach for when you fall. I got an old blue shirt and it suits me just fine. I like the way it feels, I wear it all the time. Got no guitar, won't ever stay in tune. I like the way it sounds in a dark and empty.
empty room. Stuff that works, stuff that holds us, the kind of stuff you don't hang on the wall. Stuff that's real, stuff you feel, the kind of stuff you reach for when you fall.